Willkommen hier bei Grounded. Ich weiß nicht, warum meine Tastatur so ein bisschen spinnt. Ich weiß auch nicht, warum, wieso, weshalb. Aber Grounded ist so ein wunderbares Insektenspiel. Mal gucken, was mich da erwartet. So, weiter geht es. Irgendwas spinnt mit meiner Tastatur. Ich hoffe, das Spiel startet vernünftig. Fortfahren will ich nicht. Ich starte ein neues Spiel. Ich bin mal gespannt, was mich jetzt im Endeffekt erwartet. Benutzer definiert. Ich werde erstmal die Einstellung machen. Okay. Einstellung, wie ich gerade sehe, übernimmt er den Bildschirm wieder nicht. Oh, ist das nervig. Was macht er denn hier? So. OBS spinnt mal wieder total. Okay. Jetzt macht er das. Okay. Ja, ich muss ja gerade die kompletten Einstellungen machen. Ludi. Nee, weißt du was? Banane, wenn ich schon bei Dreamlight Valley bleibe. Okay, Grounded. Mal gucken, was mich jetzt erwartet. Böse, böse Kreaturen. Wie spät haben wir es überhaupt? 21:18 Uhr. So, die Ladezeit. Ich weiß nicht, wie die Ladezeit ist. Wir werden es jetzt das erste Mal testen. Und mal gucken, wie es funktioniert. Ich spiele das Spiel an und überlege dann, ob ich spielen möchte oder nicht. He-Man. Kommt mir vor wie. Wenn ich das so sehe, wie heißt denn das nochmal? Fallout. Wie heißt das Spiel nochmal? Grounded. So. Vermisste Teenager aus unserer, wer sollte jemand die Teenager sehen? Ach, die sind ja geschrumpft. Stimmt ja, wir sind ja in einer großen Welt. Jetzt weiß ich habe mich am Anfang, wo ich das gesehen habe, immer gefragt, was ist denn da eigentlich los? Aber die sind ja geschrumpft. Vier Typen von Teenagern gibt es, zwei Mädels. Zwei Sand in den Socken, mein Kind mal wieder. Und ja. Und zwei Jüngels. Zwei Buben. Und diese vier Kreaturen der Pubertät müssen jetzt also überleben. Überleben in einer Welt, in der sie einsam und allein sterben werden, weil keine Person da ist, mit der sie glücklich werden können, weil es keine Person gibt, die in ihrer Größe sind. Und das ist so eine Art Rettungspaket von der NASA. Was erzähle ich eigentlich vom Blödsinn? Okay, mach auf das Ding. Okay. Oh, da schreit er um Hilfe. So, Maus, wenn ich jetzt hier rüber gehe. Okay. Gut, das hat er erstmal. WASD. Springen. Nach Hause gehen. Erkunde deine Umgebung. Aber erstmal sammeln. Danach gucke ich erstmal, wo ist das Inventar. Ich spiele auch das Spiel zum ersten Mal. Ich hatte es mal kurz angetestet, ob es überhaupt funktioniert. Es hat funktioniert. Jetzt spiele ich das aber mal.
So. Ich weiß nicht, wozu ich das alles brauche, aber alles, was ich aufsammeln kann, nehme ich mit. Boah, ich kann echt mega geil weit springen. Signal detected. So, Signal. Scout-Training doesn't have a merit badge for this. Da ist was. Forschungslabor der Größe. So, das ist mir, warte mal, ist mir einfach zu schwer. Hey, a common example of the Formicidae family. Super. Haben wir jetzt auch noch das hier? Steine über Steine. Ich weiß nicht, wozu ich das brauche, aber ich nehme es immer mal mit. Ein Handwerkzeug. Das werden wir auch gleich mal testen, wenn ich dann ins Inventar gehe. Da ist wieder was, aber die lasse ich jetzt mal leben. Wir haben hier eine Forschungsstation. Da wollen wir. Ich bin zu fett für diese Dinger. Da rein. So, da spiele ich jetzt auch auf Deutsch, deswegen spiele ich es auch. Leistungsschwankungen liegen in einem akzeptablen Bereich. Die Maschine selbst arbeitet erwartungsgemäß weiter. Die Wetterfestigkeit der Plattformkomponenten hält sich recht gut. La 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 la. So. So. Well, logic dictates that there are probably more of Ähm these stations around. Maybe if I keep ja, searching, I'll gewöhnlich. find some clues. Gewöhnlich. Or Gewöhnlich. someone. Mal Space. Ah. Man kann das daraus machen. Hirnschmalz, also ehrlich. Ist ja ekelhaft. Ist ja wirklich ekelhaft. Ich teste das Spiel an und die kommen hier mit Hirnschmalz. Das kann ich also nicht testen. Wie sieht es denn bei dir aus? Das Ding ist offline. Sieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Geräten um. Ist in Ordnung. Kann ich machen? Der Stein ist eine Waffe, so wie es hier aussieht. Okay. Jetzt gehen wir mal. Ach, das ist das Inventar. Super. Herstellen. Kann ich. Ich bräuchte eine Axt. Gut. Zum Eintrag, wie kann ich das jetzt herstellen? Erfordert fehlende Zutaten. 3 von 6. Drei von sechs. Also. Sammeln, sammeln, sammeln. Ich werde jetzt erstmal sammeln, damit ich erstmal überhaupt was da habe. So. Das bringt nicht sehr viel. Okay, 4 von 6. Fünf von sechs und gleichmäßig 6 von 6 haben. So, jetzt müsste es aber funktionieren. Herstellen.
Dazu brauche ich diese Komponenten. Ein Distelstachel. Und ein grobes Seil. Okay. Ein grobes Seil könnte ich jetzt herstellen. Okay. Das muss reichen. So. Wir sind hier in einer unwirksamen Gegend. Boah, ist der schnell. So, trockener Grashalm. Ja, alles mitnehmen, was mitzunehmen geht hier, weil nee, ich weiß echt nicht, was wir hier alles gebrauchen können. Ist halt ganz schön dreckig hier auf dem Boden, wa? Was die Natur, was hier die Natur uns hier alles bietet. So. Stein über Stein. Ich bin mega stark in dem Spiel. Bin sowas von stark. Die ersten paar Minuten ist wirklich das Sammeln, Sammeln, Sammeln. So, analysiere ein Kieselchen im Ressourcen-Dingsbums. Okay, dann wollen wir mal zurück hier. Wo ist es denn? So. Aber nimm natürlich alles mit, was hier unterwegs da rumkeucht und fleucht, weil es eben ganz schön praktisch ist. Ich weiß, da war noch einer. So, hier, da. Analysieren. Okay. Super. Dann haben wir noch das hier. Ey, ich bin hier echt ein Laborfreak hier. So, 60. Haben wir noch etwas? Hier, das Ding da. Okay. Oben rechts, nee, oben links werden dann die Missionen angezeigt. Stelle eine Kieselchen-Axt da her, da. So, eine Axt soll man herstellen. Hier, Kieselchen-Axt. Wir haben alles da, können wir herstellen. So, Escape, zurück. Bewaffne dich. Inventar. J heißt wahrscheinlich Aktion. Ausrüsten, genau. So, super. Muss ich jetzt immer wieder auf hier Dings gehen hier? Wo ist meine Kieselaxt? Zieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Dings. Bums, her, um. Okay, dann haben wir das hier. Okay, super. Inventar. Hier. J. Ja, Platz zu weisen.
Ich muss echt noch mal gucken, wie das hier funktioniert. Gibt es hier auch so eine Art Truhe? Kann ich jetzt sowas hinbauen? Weil ich würde jetzt eigentlich gerne das Ding hier nehmen. Und die quasi Aktion endlich. Abnehmen? Nein. Ich will die nicht verschrotten. Was ist denn jetzt hier los? Okay, ich werde es mal machen hier. Ich weiß ja nicht, was hier noch so auf mich zukommt. So, wisst ihr was? Ich pack das jetzt hier mal. Ich versuche das halt mal hier rauszuwerfen. Kann ich das? Stapel fallen lassen, Stapel fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen und fallen lassen. Nee, das war nicht das Zeug. Das kann ich mir mitnehmen. Was kann ich denn hier fallen lassen? Das hier? Was ist das hier? Die Frage ist, was kann ich hier fallen lassen? Ist es das hier? Nö. Ich weiß nicht, wie ich hier das so. Ich bin immer noch auf diesem komischen Ding hier. Aber gut. Dann suche ich jetzt mal weiter. Ich musste echt mal probieren, wie das so funktioniert. Consulting Detective Weevil? The size of that thing. It's probably the size of a bath. So. Eine mysteriöse Maschine. Das suche die mysteriöse Maschine. Wenn ich hier dieses Zeug mal loswerden könnte, würde ich das ja machen wollen. I, nach Hause gehen. Platzzuweisung entfernen. Ich krieg das Zeug da nicht weg hier, dieses hier, diese, das da, was ich da in der Hand habe. Und das suche die mysteriöse Maschine. Mache ich. Hätte ich da bloß nicht kaputt machen sollen. Aber was soll ich denn hier untersuchen? Vielleicht hier oben. Ich gehe erstmal hier drauf. Überlebenshandbuch, speichern, laden, Optionen, Spieleinstellungen, aufgeben, Spielreparatur. Behaupten in der Nähe abbrechen. Ne, Blaupausen in der Nähe abbrechen, Rucksäcke zurückholen, zurück. Aufgeben, Spieleinstellungen. So, Mittel ist in Ordnung. Aber gibt es jetzt hier zum Beispiel, nee, fortfahren. Und ich kann, wie gesagt, ich kann jetzt nicht loswerden hier. Also ich bin ja schon dabei, echt hier zu untersuchen, aber ich finde gerade nicht so richtig, wo, was ich hier untersuchen soll, weil ich kann nirgendwo zugreifen.
Das ist ja das Problem. Und ja. Das einzige wäre hier, aber ich habe immer noch diese komische Teil in der Hand, die ich hier nicht loswerde. Deswegen gehe ich einfach mal weiter. Zertrümmern geht ja nicht. Ich habe die Blätter in der Hand, obwohl ich die Axt in der Hand habe. Also, ich verstehe das hier nicht. So, ich muss mal gucken, ob das hier so... So. Nö, ich kann ja nicht auf die Achse greifen. Nach Hause gehen. Wo ist denn mein Zuhause? Ich gehe mal wieder hier zurück. Genau. Wenn mein Zuhause vielleicht so weit weg ist, dass ich das da nicht sehe. Hier, wahrscheinlich da, genau. Na, lass uns mal dahin gehen, weil, wie gesagt, ich muss das Spiel ja noch kennenlernen. So. Genau. Da lang. Und dann wollen wir mal schauen hier. Hier ist nicht mehr zu untersuchen. Okay. It's getting quite... Ich frage mich, wie sagt man was damit mein Hirnschmalz will. Baue ein offenes Zelt. Ist in Ordnung. Ein Zelt sollen wir bauen. Wir haben das hier. Okay. Dann haben wir das. Das hier. Dort. Ach, da vorne wird das angezeigt. Ein offenes Zelt. Grobes Seil. Das ist hier handwerklich hier begabt. Kleehaube. Nee, Trink. Sprössling. Okay. Gut, ein offenes Zelt ist noch gar nicht mit dabei. Mich gerade sehe. Muss aber irgendwie, wenn es mir angezeigt wird. Offenes Zelt, hier. Dazu brauche ich von denen noch welche. Aber wo finde ich die? Das ist die Blaupause. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück. Blaupause. Da vorne ist was. Die zeigen auch die Blätter an, die ich dafür brauche. Das ist schön, weil ich kann nicht abbauen. Ich komme aus diesem blöden Blatt hier nicht raus. Ach Mensch, ey. So, da bin ich wieder. Ich habe dieses Ding aber nicht losbekommen. Ich habe es jetzt einmal Spielstand gelöscht und neu angefangen. Immer noch diese, jetzt wollen wir immer noch diese Kieselsteinaxt hier haben. Sagt er mir. Analysiere die Kieselchen, habe ich gemacht. Sieh dich nach weiteren wissenschaftlichen Geräten um. Ist in Ordnung. Jetzt zum Beispiel C. Ja. Schleifstein, Spröder, Kiesel, Kiesel, Kiesel.
Irgendwas mit K. QRS. Naja, kieselschen Hammer, kieselschen Axt. So, kann man wieder herstellen. Ich habe alles da. Escape. Achso, ja, herstellen und ausrüsten. Jetzt gehe ich jetzt wieder da drauf, auf Inventar. Dann gehe ich jetzt mal da drauf. So, hier. Dann machen wir das gleich mal. Rezepte und so weiter ausrüsten. Haben wir das hier drinne. Gut. Dann soll es auch so bleiben. Die Dinger werde ich jetzt mal nicht anrühren, sonst habe ich wieder diese Probleme. Jetzt haben wir wieder diese Mission. Wir müssen das hier, wir müssen so einiges bauen. So, jetzt bin ich hier bei dieser Axt und jetzt werde ich erstmal speichern. Erstmal hier speichern. Ne, hier. Speichern. Ja, was ist denn jetzt hier? Was ist denn gelöscht und was ist hier nicht gelöscht? Speichern. So. Haben wir jetzt. Jetzt sind wir wieder an diesem komischen Ort. Frosch im Hals. Die mysteriöse Maschine. Vielleicht können wir jetzt analysieren. Mach mal schön kaputt hier. Hat ja auch nicht gebracht, wa? Dann gehen wir nochmal hier drauf. Ist auch nicht dabei. So. Und mal schnell totschlagen hier. Okay, haben wir auf jeden Fall dieses komische Käferfleisch. Geht aber von irgendwas müssen wir ja überleben. So, den Tautropfen haben wir aufgefangen. So, haben wir auch ein paar Blätter. Das ist schon mal ganz gut. Die brauchen wir ja gleich. Na? So, auch hier. Auf die hätte ich jetzt sowieso gleich suchen müssen. Okay, dann haben wir jetzt so auf jeden Fall ein paar Blätter bekommen. Das ist schon mal ganz gut. Das ist erstmal sehr positiv. So, das ist ein etwas längeres angespielt. Bleibt der mal liegen hier? Also ehrlich. Gut. So, hier. Und da und da. Dann wollen wir mal zurück hier. Ich weiß jetzt nicht in welche Richtung. Okay. Du hast entdeckt, ein Käfer. Wir müssen mal gucken, wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Okay, wir sind auf jeden Fall hier in die richtige Richtung, genau. So. Und dann geht's schnell zurück hier. Die großen Sachen baue ich gar nicht an, ab hier, weil sonst habe ich hier ein Problem. Okay, dann haben wir bestimmt einige neue Sachen hier. Die analysiere ich jetzt noch und danach gehe ich mal in die Pause. So, cool. Weiter. Nochmal die hier noch.
Noch mehr Hirnschmalz. Und das hier? Cool. Okay. Wir haben das eigentlich ein bisschen analysiert und es, ja, wir haben eigentlich nicht rausgefunden. Außer, dass es da ist und so weiter. Gut. Warum auch nicht? So. Grounded, ja, ich glaube, ich werde einige Runden spielen. Ich glaube, ich werde das als Let's Play nutzen. Wann? Weiß ich noch nicht. Aber wir haben hier erstmal einen guten Start. Etwas schwerfällig, aber einen guten Start. Ich muss erstmal rausfinden, wie man hier Sachen ablegen kann. Bei diesen ganzen Sachen da. Inventar müssen wir mal schauen, wie weit ist dann, was man noch alles hier herstellen kann. Zum Beispiel hier Gartenbeet, kann man auch Truhen bauen. Truhen, ich gehe mal auf Truhen. Nö. Oder Kiste. Genau. Vorratskiste. Da fehlt mir aber einiges. Wie ich machen, die ich, wo will ich das jetzt zusammenbauen möchte. Da fehlt mir wirklich einiges, um das zu machen. Okay, dann wüsste ich da schon mal Bescheid. Wir können eine Vorratskiste bauen, sollten wir auch, wenn ich das Spiel weiterspiele, aber erstmal abwarten, wie es so weitergeht. Ich werde jetzt erstmal abspeichern. Das Spiel ist interessant. Kann man spielen. Ich finde es gut und mal gucken, wie es dann weitergeht. Benutzer definiert, was meint ihr denn damit? Ist egal, ich lasse es am besten so, wie es ist. Verabschiede mich hier bei diesem Spiel, wünsche euch noch ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal.